Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Geschichte im Nordwesten. Heute mit einem sehr schönen Beispiel dafür, wie historische Ereignisse aktuelle Tagespolitik beeinflussen und neue Forschungen anstoßen können. Außerdem haben wir heute für Sie mal unser Archiv geöffnet und zeigen Ihnen einen längeren Film über die Römer in der Region und die Varusschlacht. Zunächst aber befassen wir uns mit dem Thema Straßennamen. Die Hedwig-Heil-Straße soll umbenannt werden. Einen ähnlichen Vorstoß von den Linken hat es schon vor 2,5 Jahren gegeben. Damals ist er im Rat gescheitert. Dieses Mal sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ein neuer Anlauf zur Umbenennung der Hedwig-Heil-Straße. 2009 waren die Linken mit einem solchen Antrag gescheitert. CDU, FDP und SPD hatten dagegen gestimmt. Es scheint allerdings ein Umdenken eingesetzt zu haben. Die Sozialdemokraten haben für dieses Jahr einen antifaschistischen Aktionsplan aufgestellt. Einer der Bestandteile, die Umbenennung der Straße. Wir haben damals uns da auch mit befasst, aber nicht so ausführlich damit befasst. Es wurde uns eine Verwaltungsvorlage erstellt, die alles noch prüfen wollte, und die Verwaltung hat es nicht weiter verfolgt. Das ist jetzt ja nochmal wieder aufgekommen und wir finden das jetzt auch gut. Die 1934 verstorbene Hedwig Heil hat sich Verdienste in der Frauenbildung erworben. Sie war aber auch Vorsitzende des Frauenbundes der deutschen Kolonialbewegung. In dieser Funktion vertrat sie rassistische Positionen, warnte etwa vor einer Verkafferung der deutschen Kolonisten und in ihren letzten Lebensjahren hegte sie Bewunderung für Adolf Hitler. Eine fragwürdige Ehrung, dass es eine solche Straße gibt. Aber muss man sie gleich umbenennen? Man muss das natürlich schon gut abwägen, weil es ist ein gewachsenes System, dieses Straßennamensystem, was eben auch Auskunft gibt über die Entwicklung des historischen Bewusstseins einer Stadt. Und wenn man Straßen umbenennt, greift man quasi darin ein und verändert dieses System. Aber man muss abwägen, wenn eine Straße nach jemandem, einer Person oder einem Ereignis benannt ist, die unserem heutigen Wertesystem nicht nur nicht mehr entspricht, sondern ihm quasi geradezu widerspricht, und zwar den Grundsätzen unseres heutigen politisch-moralischen Wertesystems widerspricht, dann sollte man drüber nachdenken und gesellschaftlich und politisch diskutieren, ob eine Straßenumbenennung angebracht sein sollte. Auf den Vorstoß von 2009 hatte das Kulturamt eher abwiegelnd reagiert. Die Quellenlage sei unklar und die Ehrung für ein Lebenswerk kann nicht aufgrund einiger weniger verbaler Aussagen völlig in Frage gestellt werden, schrieb der damalige Kulturdezernent Martin Schumacher. Und das Thema versandete allmählich. Dieses Mal reagiert die Verwaltung wesentlich aufgeschlossener. Nun soll gleich eine Studie in Auftrag gegeben werden, die alle nach Personen benannten Straßennamen auf den Prüfstand stellen soll. Deswegen hat ja auch Herr Schwantner gesagt, dass wir jetzt nicht in der Vergangenheit suchen sollten, warum es damals nicht weitergegangen ist, sondern diesen Antrag momentan auch mit Blick auf die politische Landschaft in Oldenburg aktuell zum Anlass zu nehmen, um jetzt, wie man so schön sagt, Butter bei die Fische zu geben, um konkret eine solide Studie anfertigen zu lassen, sodass wir insgesamt einen Überblick haben, ob es denn möglicherweise noch andere Straßennamensnennungen in Oldenburg geben könnte, die problematisch wären. Auf Seiten der Parteien stößt dieser Vorschlag auf Zustimmung. Zu klären wäre noch, wie grundlegend die Studie ausfallen soll. Soll es nur um Personennamen gehen und dann auch nur um deren NS-Verstrickungen? Beim heute noch beliebten Dichter August Hinrichs ist dieser eindeutig. Er war immerhin Landesleiter der Reichsschrifttumskammer. Und Paul von Hindenburg gilt als Totengräber der Weimarer Republik. Und dann gibt es noch jene Namen, die weniger einem nationalsozialistischen, sondern einem imperialistisch-kolonialen Kontext entspringen, wie etwa die Tirpitz oder die Tangerstraße. Aber lassen sich diese Straßennamen widerspruchslos ändern? Auch nicht jede Straße, die aus heutiger Sicht nicht mehr angemessen ist, also die man heute nicht mehr so benennen würde, gibt unbedingt an, dass die gleich umzubenennen. Also ich denke, man muss das auch ein Stück weit ertragen, dass Straßen nach Personen und Ereignissen benannt sind,
nach denen wir heute Straßen und Plätze nicht mehr benennen würden. Vermutlich würden nur wenige in diesen Fällen gleich eine Umbenennung fordern. Und für Scholz liegt der Wert einer solchen Studie auch nicht zwingend darin. Ich denke eigentlich, dass es eine ganz gute Gelegenheit wäre, mal auch losgelöst von möglichen Straßenumbenennungen, sich das Straßennamensystem dieser Stadt mal generell anzugucken. Wie es gewachsen ist, zu welchen Zeiten, nach welchen Personen und Ereignissen Straßen benannt worden sind, weil das einen Einblick gibt in die Entwicklung der Geschichtskultur und des Geschichtsbewusstseins dieser konkreten Stadt. Erste Gespräche zwischen Stadt und Uni sind bereits anberaumt. Aber bis die Studie vorliegt, wird es wohl ein Weilchen dauern. Bis dahin wird auch die Hedwig-Heil-Straße ihren Namen behalten. Im Kulturausschuss einigten sich die Fraktionen darauf, jetzt nicht mit einem Einzelfall vorzupreschen, sondern erst die Studie abzuwarten. Überhaupt Neonazis. Die treten in Oldenburg wieder verstärkt in Erscheinung. Ein NPD-Vertreter sitzt bekanntlich im Rat. Generell bemüht sich die Szene aber um ein bürgerlicheres Erscheinungsbild. Die Journalistin Andrea Röpke befasst sich seit Jahren mit der Szene. In Oldenburg sprach sie über Neonazis in Nadelstreifen. Eingeladen zur Diskussion über die Nazis in Nadelstreifen hatte die Friedrich-Ebert-Stiftung. Auf dem Podium zu Gast waren neben dem Landtagsabgeordneten Jürgen Krugmann, der DGB-Regionsvorsitzende Markus Paschke und die Journalistin Andrea Röpke. Besonders mit der rechten Szene in Norddeutschland setzt sich Andrea Röpke schon seit Jahren intensiv auseinander. Ein Vortrag zu Beginn der Veranstaltung mit vielen Fotos und Filmausschnitten gab einen intensiven Einblick in die Strukturen der rechtsradikalen Bewegung. Ob Frauenverbände oder Naziskins, der sogenannte rechte Rand ist längst nicht mehr nur am Rand der Gesellschaft anzusiedeln. Die Zeit, als Neofaschisten gleichzusetzen waren mit glatzköpfigen Bomberjacken tragenden Skinheads, ist längst vorbei, meint Röpke. Wir brauchen nicht bis in die subkulturellen Milieus gehen. Also wir können einfach in den Chefetagen der NPD-Bundespartei oder auch der Landesparteien gucken. Also das sind tatsächlich Leute, die als Gewaltverbrecher, als Straftäter in Erscheinung getreten sind, aber in keinster Weise eben diesem glatzköpfigen Milieu mehr zugehören. Also Neonazis sind ein Spiegel der Gesellschaft. Die sind so nicht mehr mit Springerstiefel und einfach einen Glatzkopf auszumachen. Ob Ulrich Eigenfeld aus Oldenburg, ehemaliger Bahnbeamter, jetzt für die NPD im Oldenburger Stadtrat, Adolf Dammann aus Buxtehude, bis 2003 Filialleiter für eine große Bank in York im Landkreis Stade, oder der aktuelle NPD-Landesvorsitzende Christian Berischer aus Lüneburg. Er kam vom Umfeld der 1994 verbotenen neonazistischen Jugendorganisation Wikingjugend über den 2009 verbotenen Verein Heimattreue Deutsche Jugend zur NPD. Der fünffache Vater spiegelt das neue Vorgehen der NPD wider. Besonders Familien, alleinstehenden Müttern, Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen soll eine Alternative geboten werden. Also wir haben natürlich erschreckende, menschenverachtende Ressentiments innerhalb der Gesellschaft. Ganz klar, da gibt es auch eine Zunahme an rassistischen Tendenzen. Wir haben eine enorm erschreckende Demokratiemüdigkeit. Und Neonazis holen die Menschen natürlich mit ihren Themen dort ab, wo sie sich befinden. Das heißt, in der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Das heißt, sie docken dort an, wenn man sie lässt. Und von daher befinden wir uns mit der Neonazi-Szene nicht mehr in einem subkulturellen Randmilieu, sondern tatsächlich in der Mitte. Und da müssen wir natürlich, das sind gesellschaftliche Probleme, die wir dort angehen müssen, wo sie entstehen. Natürlich kam man auf der Veranstaltung auch auf die Terrorakte der rechten Zwickauer Zelle, um das Trio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Scheppe zu sprechen. Dass hier eine Frau an führender Stelle rechte Gewalttaten mitverübt hat, wundert Andrea Röpke nicht. Oftmals seien Frauen, wenn sie denn dann in der rechten Szene anerkannt seien, in ihrer Haltung noch extremer als deren männliche Kameraden. Wir müssen realisieren, auch gerade durch die Präsenz, durch den gesteigerten Anteil auch der Frauen, dass es immer hoffähiger wird, wirklich diese menschenverachtende Politik, diese rassistische Politik mit vorantreiben zu wollen. Und da müssen wir natürlich viel mehr Aufklärung haben. Wir müssen uns viel besser inhaltlich auch mit deren Positionen auseinandersetzen. Und wir müssen auch eine mutige Offenheit haben, um wirklich auch diese Probleme bei den Wurzeln anzugehen. Was aber jetzt tun? Die NPD verbieten? Auch das wurde diskutiert am Donnerstagabend. Die einhellige Meinung auf dem Podium, auch wenn man durch ein Verbot den braunen Sumpf natürlich nicht wird trockenlegen können, so würde man wenigstens finanziell die rechte Szene erheblich schwächen. Schließlich finanziert sich die NPD durch ihre Wahlerfolge zu einem nicht unerheblichen Teil aus Steuermitteln. Die NPD gilt so als legale Partei, sie ist aber nicht legitim. Und ich denke, es würde natürlich die finanziellen Flüsse kappen,
Gruppen. Das heißt, sie würde sich nicht so rasant ausbreiten können, wie sie sich momentan leider auch kommunal verankern kann. Also von daher bin ich, denke ich, aus diesem Grund allein schon für ein Verbot, aber auch aus natürlich auch aus den moralischen Bedenken, die auch Herr Krogmann genannt hat, auch weil wir als Gesellschaft, als humane Gesellschaft, als offene Gesellschaft einfach ganz klar Signale setzen müssen, auch im Hinblick auf die 182 Tote rechter Gewalt. Aber es muss uns natürlich klar sein, dass das allein keine Lösung ist. Ein NPD-Verbot reicht niemals. Wir haben gesellschaftliche Probleme, wir haben Ressentiments innerhalb der Gesellschaft, die wir beheben müssen. Und das ist die eigentliche, wir müssen die eigentlichen Ursachen bekämpfen. Und ein NPD-Verbot kann nur Teil dieser Ursachenbekämpfung sein. Zu den Opfern des historischen NS-Terrors zählten auch Sinti und Roma. Das wurde lange Zeit vergessen oder ignoriert. Heute ist es allgemein bekannt. Umso schlimmer, dass in weiten Teilen Europas diese Minderheit immer noch Diskriminierung ausgesetzt ist. Angehörige des Oldenburger Freundeskreises der Sinti und Roma waren in Rumänien und haben dort lebenden Roma einen Besuch abgestattet. Im vergangenen Jahr besuchten vom 12. bis zum 19. Dezember insgesamt 8 Mitglieder des Freundeskreises für Sinti und Roma in Oldenburg, Rumänien, um sich dort einen Eindruck von den Lebensverhältnissen der Sinti und Roma zu verschaffen. Als Betreuer des Jugendprojekts war Michael Telkmann dabei, welcher mit einer Handkamera einige Impressionen festhielt. Bei Patrick Schwarz, dem Sohn des Vereinsvorsitzenden Christel Schwarz, hat die Reise einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Was habe ich da erlebt? Ich konnte mir das nicht so vorstellen, wie es immer gesagt worden ist, wenn man da hinfährt, dass man da wirklich schweren Herzens wieder weg will. Das habe ich eigentlich mit dahin genommen. Ich habe da immer nur dran gedacht, ist das wirklich so schlimm da, wie man immer sagt? Und also das war meine Hinfahrt. Und die Zurückfahrt, die hatte ich kaum, ich habe kaum mit meinen Leuten, die mit uns mit waren, gesprochen. Also das war ist einfach katastrophal, was ich da wieder mit zurückgenommen habe, hier nach Deutschland. Also wie wir hier leben, ich meine jetzt uns Sinti selber, wir sind da, obwohl wir selber arm sind, wir sind da Millionäre gegen. Unsere Leute, die hier, sag ich mal, unsere Obdachlosen, die auf der Straße leben oder irgendwo an der Kirche schlafen, das sind da Millionäre gegen, wie die Leute da in Rumänien. Im Rahmen einer Kranzniederlegung am Mahnmal für Sinti und Roma im Friedhofsweg wurde der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 3. März 1943 wurden 74 Mitglieder von Sinti-Familien auf dem Ziegelhofgelände in Oldenburg verhaftet und später ermordet. Nach dem Krieg kehrten viele Sinti und Roma wieder nach Deutschland zurück. Auch in Oldenburg und Umgebung gibt es wieder rund 300 von ihnen. In Rumänien leben weit mehr Sinti und Roma und das unter meist erschreckenden Lebensverhältnissen. Das Problem ist ganz einfach in Rumänien, es sind 3,5 Millionen Sinti leben da oder auch Roma. Es sind 3,5 Millionen, 1,5 Millionen sind nur angemeldet. Und das Problem, 2 Millionen leben entweder am Rande der Stadt oder am Ende der Stadt. Das Problem einfach, was die haben, die werden da vergessen. Das ist eine Armut. Die Armut, die da haben, das, ich kann es einfach nicht mit Worten befassen. Wenn man Bilder sieht und Videos sieht, dann ist das alles sehr bedrückend. Also es reißt einen mit. Aber wenn man da live ist und das selber erlebt, dann ziehen wir unsere Schuhe aus und geben die da ab. So, das ist das Problem da in Rumänien. Das ist wirklich die reine Armut. Die 2 Millionen Zigeuner oder beziehungsweise Sinti, die da leben, die sind einfach vergessen worden in Rumänien. Das ist die Armut. Und die Armut, die da in Rumänien ist, die kann man nicht erklären. Die kann man einfach nicht mit Worten erklären. Den Projektteilnehmern aus Oldenburg war es wichtig, das Elend der Sinti in Rumänien mit eigenen Augen zu sehen und vor Ort zu helfen. Auch wenn das nur in einem sehr kleinen Maßstab möglich war. Ein wichtiger Bestandteil der Kultur der Roma und Sinti ist die Musik. So traf die Reisegruppe auch in Rumänien auf einige Musiker. Ich habe mit den Jungs oder mit die Gemeinde haben wir da aus unserer Gemeinde Lieder gespielt. Jesus.
e locai io del menzo. Den grau mi ablesti, o job kreis vor mange, dais lopes grogi per, apo kreis so mange. Halleluja, Jesus. Und diese Lieder haben die auch in Rumänien gekannt, weil wir haben eine Sprache. Die haben zwar einen anderen Dialekt, weil diese rumänischen Dialekt, aber wir konnten uns verständigen. Wenn die langsam mit uns gesprochen haben, dann haben wir die auch verstanden. Und ich habe die natürlich auch dann antworten können. Und mit dieser Musik, die haben wir mit denen zusammengespielt. Und auf dem Rückweg haben wir dann, wie gesagt, wohin, es war sehr emotional. Und dann haben wir diese Lieder mitgesungen. Und wie ich dann vorhin schon sagte, auf dem Rückweg nach Hause haben wir gesagt, guck mal, mit denen haben wir das Lied gesungen. Der ganz Kleine, der da war, der konnte mit uns das Lied mitsingen. Oder ob sei es der Älteste. Wir haben mit denen dann die Lieder gesungen. Und wo wir dann auf dem Rückweg, da sind wir mit 6 Mann, wir haben geheult, wie kleine Kinder. Weil es ging einfach nicht aus unserem Kopf raus. Und wo ich dann in Deutschland auch war. Das Ausmaß der Armut in Rumänien hat Patrick Schwarz vor Augen geführt, dass wir in Deutschland ein geradezu verschwenderisches Leben führen. Die Not der dort lebenden Sinti und Roma habe ihn zu einer verantwortungsvolleren Lebensweise, vor allem im Umgang mit Lebensmitteln, inspiriert. Vor der Landesbibliothek Oldenburg kann man sich derzeit ein Bild davon machen, wie die Grafschaft Oldenburg vor über 400 Jahren aussah. Eine überdimensionale Karte zeigt den Nordwesten Deutschlands im 16. Jahrhundert. Dafür gibt es einen Grund, der Geburtstag des wohl bedeutendsten Kartografen der Geschichte. Dass der vor 500 Jahren geborene flandrische Schuhmachersohn Gerhard Mercator auch Theologe und Philosoph war, wer weiß das heute schon noch. Berühmt ist er durch seine Kartenwerke und seine Globen geworden. Die von ihm 1569 vorgestellte Weltkarte und der ein Jahr nach seinem Tod veröffentlichte Atlas waren geradezu Quantensprünge in einer Zeit, in der Seefahrer die Erdkugel überhaupt erst zu erschließen begannen. Eine seiner Karten ist nun in Oldenburg zu sehen, eine, bei der der Begriff großer Maßstab eine zusätzliche Bedeutung erhält. Der Anlass ist eine für den Herbst geplante Mercator-Ausstellung in der Landesbibliothek. Michael Remmers ist Initiator der Oldenburger Mercator-Feier. Wir haben verschiedene Schwerpunkte. Wir wollen das didaktisch so machen, dass wir nicht nur alte Karten ausstellen. Das wäre für uns Kartenfreunde vielleicht schön, aber wir haben da schon noch einen anderen Bezug. Wir müssen daran denken, dass auch die Karten vielleicht noch von anderen angeguckt werden und auch das Umfeld. Wir wollen also eine Globenaktion machen, also mit den Schulen, dass wir mal sagen, die Lehrer sollen im Mathematikunterricht die Projektion der Globen ausrechnen, die Segmente. Dann natürlich auch mal so ein Globus basteln. Das wird ein Wettbewerb und da gibt es auch Preise. Dann wird es Begrifflichkeiten zu erklären geben, zum Beispiel das Abkupfern. Denn dieser Begriff stammt aus der Zeit der Kupferstiche, die beim Aufkommen des Buchdrucks ermöglichten, große Stückzahlen einer Illustration herzustellen, die nicht unbedingt immer vom Kupferstecher selbst stammen musste. Die Ausstellung bewerbende Karte ist ein Spätwerk des Meisters und zeigt die Grafschaften Oldenburg und Emden im ausgehenden 16. Jahrhundert. Im Jahr des 500. Geburtstags Mercators wird sie an verschiedenen Orten zu sehen sein und an dessen historische Bedeutung erinnern, die Remmers so beschreibt. Zum einen natürlich, dass er den Begriff Atlas geprägt hat. Jeder weiß heute mit einer Kartensammlung was anzufangen und nennt es auch Atlas. Das ist das eine. Das nächste Wichtige ist natürlich die Projektion, die er sich ausgedacht hat für die Seefahrer. Eine winkeltreue Projektion, und das war diese Zylinderprojektion, die jetzt auch noch Mercator-Projektion heißt und auch heute noch in Seekarten wiederzufinden ist. Denn auch wenn Mercator sich als Kartograf und Globenhersteller schon zu Lebzeiten einen Namen machte und gar in eine Reihe mit Caesar und Ptolemäus gestellt wurde, die wohl größte Leistung des Kartografen ist eine andere, eher mathematisch geprägte. Eine, der man heute nahezu täglich begegnet. Die Mercator-Projektion verleiht der Weltkarte ihr heute allgemein bekanntes Aussehen. Dabei ist sie nicht wirklich maßstabsgetreu. So erscheint Grönland auf manchen Karten beinahe so groß wie der afrikanische Kontinent, ist allerdings in Wirklichkeit etwa 14 Mal kleiner. Es ging hier nicht um eine schöne Karte, sondern eben um die Winkeltreue. Wenn ich einen Kurs
einen Kurs, den ich fahren will, in der Karte 1:1 einzeichnen kann, dann weiß ich auch schon im Vorfeld, wo ich rauskomme. Also es ging hier überhaupt nicht um die Flächen. Natürlich ist diese Flächenverzerrung Richtung Pole sehr groß. Das heißt, im Grönland, auch der Südpol ist riesengroß. Es gibt ja keine Pol, weil das ist eine Zylinderprojektion. Und deswegen eigentlich nur entscheidend für die Seefahrt, für die Navigation, die Luftfahrt ganz wichtig gewesen. Diese geografische Verzerrung tritt allerdings nur in großem Maßstab auf. Die Karte Oldenburgs und des Frieslands bleibt davon unbetroffen. Und nicht weniger wichtig als die Projektion schätzt Manfred Weisensee, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kartografie, die Bedeutung des ersten umfassenden Atlanten ein, der auf Mercators Arbeit beruht und nach dessen Tod von seinem Sohn veröffentlicht wurde. Die Freiheit von Information ist etwas, was ganz wesentlich auf Gerhard Mercator zurückgeht, der die Karte oder den Globus als Machtinstrument, als sozusagen die Darstellung von Macht für die herrschenden Herzoge, Könige, denn sie hatten die Information, übergeführt hat in ein Informationsmedium für eine größere Zahl von Menschen. Diesen ersten Weltatlas, die berühmte Weltkarte, und viele andere kartografische Werke sollen ab dem 30. August in der Landesbibliothek zu sehen sein. Natürlich als Faksimile. Schließlich existieren von der ersten Weltkarte von 1569 gerade einmal noch 3 Exemplare. Und auch die Region um Oldenburg wird man dort in gleich mehreren Fassungen sehen. Die allerdings in Originalgröße. Die 60er und 70er Jahre waren eine Zeit der Umbrüche. Manche mehr, manche weniger radikal. Auf jeden Fall war die Bundesrepublik seither eine andere als die der unmittelbaren Nachkriegszeit. Eine Ausstellung im Museumsdorf Kloppenburg erinnert an diese Jahre. Popmusik und Pillenknick. Unter diesem Titel gibt es im Museumsdorf Kloppenburg eine Ausstellung über die 60er und 70er Jahre auf dem Land. Die Ausstellung über diese Zeit der Umbrüche ist eine gemeinsame Aktion von 3 Freilichtmuseen. Die Museen haben jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. In Kloppenburg geht es vor allem um den Lebensstil, um Musik, Mode, Mobilität, Medien, Sexualität und den politischen Terrorismus. Die Beatles, der Minirock, Mopeds und die Bravo sind die bekanntesten Beispiele. Laut Dr. Karl-Heinz Ziso, dem Kurator der Ausstellung, sind es die Veränderungen in der Gesellschaft, die diese Zeit so besonders machen. Diese Jahre sind für alle, die in ihnen gelebt haben, aber auch für die Gesellschaft der Bundesrepublik eine sehr grundlegende Umbruchzeit. Es ist der große Aufbruch der Jugend, es sind neue Moden, neue Stile, neue Musikvorlieben, aber es ist natürlich auch ein Zeitgeschehen, das diese Zeit tief geprägt und ausgezeichnet hat. Im Vordergrund steht die Selbstdarstellung der Menschen in den 60ern und 70ern. Die recht biedere Gesellschaft wurde freiheitlicher, mit dem Aufkommen der Antibabypille auch in der Sexualität. Außerdem war der politische Terrorismus sehr prägend für die Zeit, wenn auch auf eine sehr bedrückende Art und Weise. Das Museumsdorf versucht hier immer den Bezug zur Region herzustellen. So werden zum Beispiel Bilder und Werke der Schlagersängerin Renate Kern aus der Gemeinde Ganderkasee gezeigt und Kostüme der Kindergärtnerin Gudrun Kramer aus Oldenburg. Sie spielte die Rolle der Sheila im Musical Hair. Und nicht zu vergessen Ulrike Meinhoff, Terroristin der RAF, die in Oldenburg aufgewachsen ist. Im Hinblick auf die Region erklärt Dr. Karl-Heinz Ziso, dass es zwischen dem Leben auf dem Land und dem Leben in der Stadt auch damals schon Unterschiede gegeben hat. Es hat sich darin unterschieden, dass natürlich die Verhältnisse wie heute immer noch auf dem Lande weiträumiger sind und man natürlich mit den Idolen seiner Zeit über größere Entfernungen in Kontakt kam. Auf der anderen Seite entstehen gerade alle jene Elemente, die das ein wenig wieder aufheben, diese große Distanz. Also es gibt das Kofferradio, es gibt den Fernseher in der heimischen Wohnstube, es gibt das Tonbandgerät, mit dem man seine Musik aufnehmen kann und es gibt das mobile Moped, mit dem man nun als Jugendlicher doch etwas leichter in die nächste größere Stadt oder zum nächsten größeren Konzert fahren kann, als das vorher der Fall war. Die Ausstellung findet Anklang bei den Besuchern. Vor allem seien es Leute, die die Zeit der 60er und 70er erlebt hätten und nun mit ihren Familien in die Ausstellung kommen, um sich zurückzuerinnern. Sich noch einmal ganz in die Zeit zurückversetzen, können die Besucher mit originalen Kleidungsstücken und Perücken. Diese können in der Ausstellung nämlich anprobiert werden. Bis Ende September 2012 ist die Ausstellung Popmusik und Pillenknick noch im Museumsdorf Kloppenburg zu sehen. Kommen wir zu einer ganz anderen Epoche und zu einem anderen Thema. Geschichtsforschung und Geschichtsevent, das geht nur selten gut zusammen. Stichwörter Mittelaltermärkte, Reenactment
oder Ritterfeste. Ab und zu gibt es aber doch einen Ansatz, Wissenschaft und Erlebniskultur miteinander zu kombinieren. Einen solchen gab es 2009 in Kalkriese zum 2000. Jahrestag der Wareschlacht. Wir waren dabei und haben den folgenden Film dabei gemacht. Mein Name ist Peter Magerl, römischer Name Sextus. Wir sind die 22. Primigenia von Bitburg und wir gehören das Jahr etwa 46 nach Christus. Und obwohl wir nunmehr das Jahr 2009 schreiben, hat sich dieser Legionär mit seiner Truppe aufgemacht ins Osnabrücker Land, um dort an eines der wohl bedeutendsten Ereignisse der mitteleuropäischen Geschichte zu erinnern, die Varusschlacht. Im Jahre 9 nach Christi wurden in dieser Gegend drei römische Legionen in ihren Untergang gelockt. Die Römer zogen sich kurz darauf aus Germanien zurück und Mitteleuropa wurde eben nicht durch die römische Kultur geprägt. Im Museumspark Kalkriese finden seit Jahren regelmäßig die Römer- und Germanentage statt. Den 2000. Jahrestag eines Ereignisses begeht man naturgemäß nur höchst selten und so durfte das Spektakel in diesem Jahr dann auch gerne etwas größer ausfallen. Unser gesamtes Programm für dieses Jahr 2009 haben wir bereits vor 5 Jahren begonnen zu planen. Nicht nur dieses Begleitprogramm in diesen Tagen. Wir haben hier eine neue Dauerausstellung, eine Sonderausstellung, ein Besucherzentrum und weiteres Programm. Also 5 Jahre Planungsvorlauf und wir ernten jetzt sozusagen die Ergebnisse und Früchte der Arbeit. Diese Früchte kamen auch den Besuchern zugute. Fernab von Hollywood-Filmen und Asterix-Bänden ermöglichte die 4-tägige Veranstaltung einen Einblick in die Geschichte, wie er nur selten gelingt. Dies lag nicht zuletzt an den engagierten Darstellern, die ebenso bereitwillig wie geduldig Fragen des Publikums beantworteten und ihre Darbietungen mit reichlich Hintergrundinformationen würzten. Wir kennen die Ausrüstung, das Handwerk, das Leben, wie haben sich die Leute gekleidet, wie haben die Leute geredet. So wurden die Besucher etwa bei den Reiteraufführungen nicht nur über die Funktion und die Taktik der römischen Ekizen Kenntnis gesetzt, sondern auch darüber, dass diese auf dem Schlachtfeld gar nicht so sehr gefürchtet waren, weniger zumindest als die schwer bewaffneten Legionäre. Denn die römische Reiterei hatte kämpferisch einen schlechten Ruf. Sie stellte eher einen gesellschaftlichen Stand dar, dem nur wohlhabende Bürger angehören durften. Sichtbarstes und bekanntestes Symbol dafür dürfte die berühmte und ehemals silberbeschlagene Reitermaske sein, die mittlerweile zum Markenzeichen des Museumsparks Kalkriese geworden ist. Im Gegensatz dazu war die Kampfkraft der Fußsoldaten geradezu legendär. Die Legionäre stellten den Kern der römischen Armeen. Fachgerechtes Exerzieren, das den Germanen seinerzeit wohl ziemlich fremd gewesen sein dürfte, stand daher in Kalkriese ebenfalls auf dem Programm. Schließlich war die römische Armee für ihre Disziplin berühmt, auch wenn es heute mit dem Latein hier und da vielleicht ein wenig hapert. Sparen Sie es bitte! Acies aperta. Ah, Dextram. Ich habe nichts gesagt von Schwerter wegstecken. Überhaupt standen dem kriegerischen Anlass entsprechend die Ausrüstung und die Zusammensetzung der römischen Legion und der wilden Germanenhorden im Mittelpunkt. So führten aktive Neuzeitrömer etwa nachgebaute Wurfmaschinen vor. Etwas kleiner als die Originale zwar, aber voll funktionsfähig. Der Höhepunkt jedoch war an jedem der 4 Veranstaltungstage natürlich die Varusschlacht selbst. Rund 400 Römer und Germanen nahmen an der Neuauflage teil, dazu tausende Schlachtenbummler, die schon Stunden vorher die Tribüne füllten. Aber wie stellt man eine Schlacht, an der zehntausende Krieger beteiligt waren, heutzutage angemessen nach? Wir haben Fachleute beteiligt, wie Sie auch heute sehen. Herr Dr. Markus Junkelmann, bekannter Militärhistoriker, hat uns begleitet und Frau Dr. Hindersmann. Mit ihnen gemeinsam sind die Reenactors ausgesucht worden von der Germanen und von der römischen Seite, die hier mitwirken aus 8 europäischen Ländern. Und wichtig ist, dass wir hier Gruppen haben,
die authentische Ausstattung haben. Das ist sichergestellt und wir haben es ja jetzt auch gesehen. Mit dieser Konzeption sollte der Verlauf der Schlacht, die immerhin über mehrere Tage an verschiedenen, einige Kilometer voneinander entfernten Orten geschlagen wurde, veranschaulicht werden. Der anerkannte Römerexperte Markus Junkelmann übernahm zu diesem Zweck die Moderation des Ganzen. Man muss erst einmal schauen, was es an Gruppen gibt, weil ohne eine gewisse Masse an solchen Leuten, die der Ausrüstung passen, hat es keinen Zweck anzufangen. Und dann muss man sich halt einen etwas repräsentativen Verlauf für die Schlacht, der hier auf engem Raum vorführbar ist, ausdenken. Das erfordert eben immer wieder eine Wiederholung. Das haben die Leute aber, glaube ich, gut verstanden, dass es Akte sind, immer wieder das meiste am selben Ort, aber halt zeitlich versetzt. Das ermöglicht auch die Leute, mehrfach einzusetzen. Das geht anders nicht anders bei einem solchen Reenactment und sollte auf die Weise auch ein gewisses Moment der Länge, der zermürbenden Länge der Sache vorführen, ohne doch, dass das Publikum dann allmählich die Lust dran verliert. Vorhang auf also für ein militärisches Drama in mehreren Akten. Beginnen mit dem Marsch der römischen Legion von der Weser in ihr Winterlager am Rhein. Vorweg, ein Arminius oder ein Varus-Darsteller taucht in dem Spektakel nicht auf. Man wolle kein Theater spielen, sagte die Projektverantwortliche, die Historikerin Ulrike Hindersmann, sondern dem Publikum ermöglichen, die Dramatik des historischen Geschehens zu erahnen. Dafür wurde mehr Wert auf authentische Ausrüstung der Darsteller gelegt. Es ist eine sogenannte Frame, die Tacitus schon beschreibt, also für Stoß und Wurf geeignet. Fundort auch typisch ist Polen, auch typisch für das erste Jahrhundert, also für die auch für die spätaugustische Zeit. Ja, es ist so, die Literatur auf dem Gebiet ist mittlerweile doch sehr erheblich und die Gruppen gehen hier in Eigenforschung vor, sicher habe ich mit den einen oder anderen auch Kontakt und so, aber die Germanen sind sowieso jetzt nicht mein persönliches Spezialgebiet, obwohl man sich natürlich immer mit beiden Seiten auch befasst bei so einer Angelegenheit. Und das sind aber doch im Großen und Ganzen also selbstentwickelte Ausrüstungen, die auf der vorhandenen Literatur basieren. Dies betrifft die schwer gepanzerten Legionäre ebenso wie die nur leicht bewaffneten und gekleideten Germanen, die, so formulierte es der römische Geschichtsschreiber Tacitus, zumeist nur einen Umhang trugen, wenn überhaupt. Und obwohl die neuzeitlichen Hobbykrieger natürlich auch über originalgetreue Waffen verfügten, wurden für die Schlachtszenen auf diese verzichtet. Schließlich sollte diesmal ja niemand verletzt werden, obwohl sogar ein Medikus vor Ort gewesen wäre. Ja, ich bin dann entweder hier. Moderator Junkelmann erläuterte, wie das römische Heer seinerzeit von seiner üblichen Marschroute abwich und sich ahnungslos auf die Falle zubewegte, die Arminius gestellt hatte. Schon bald kam es zu den ersten Scharmützeln zwischen der Vorhut und den wartenden Germanen, die aus dem Schutz der Bäume heraus angriffen und wieder verschwanden, während die Legionäre sich mühsam einen Weg durch das Waldgebiet bahnen mussten. Eine antike Form des Guerillakampfes. Der römische Geschichtsschreiber Cassius Dio schrieb: Mit solchen Schwierigkeiten hatten damals die Römer zu ringen, als die Barbaren, wegekundig wie sie waren, gerade durch die ärgsten Dickichte drangen und sie plötzlich von allen Seiten gleichzeitig umzingelten. Zuerst schossen sie nur aus der Ferne, dann aber, als niemand sich wehrte und viele verwundet wurden, rückten sie näher an die Gegner heran. Während des weiteren Marsches kam es immer wieder zu Angriffen gegen die Legionäre, die in dem schwierigen Gelände keine Schlachtformationen einnehmen konnten und die nicht mehr auf die Unterstützung durch ihre germanischen Hilfstruppen bauen konnten. Denn um deren Verlässlichkeit war es erwartungsgemäß schlecht bestellt und so liefen sie ins Lager der Einheimischen über. Auch dies gehörte zum Plan des Arminius. Für ihre Angriffe verschanzten sich die Germanen zum Teil hinter gut getarnten Wällen, von denen in Kalkriese Reste freigelegt und rekonstruiert worden sind. Auch die Vorbereitung dieses Hinterhaltes wurde im Rahmen der Schlacht nachgestellt und speziell für diesen Anlass wurde ein derartiger Wall auf einer Länge von gut 100 Metern neu angelegt.
Ob diese allerdings erhalten bleiben wird, ist noch fraglich. Ja, da sind wir noch ein wenig unschlüssig, ob wir diese Wallanlage stehen lassen. Wir haben ja im Landschaftsschnitt hier unmittelbar den Wald schon rekonstruiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses noch eine Zeit lang stehen lassen. Von diesen Wellen aus griffen die Germanen das mittlerweile stark dezimierte römische Heer, das mit fortschreitender Kampfdauer allmählich jede Ordnung verlor, immer wieder an. Die Legionäre hatten dabei nicht nur mit dem Feind zu kämpfen, sondern auch mit dem Gewicht ihrer eigentlich überlegenen Ausrüstung. Ja, zur Ausrüstung gehören zunächst mal die Schuhe, die sind sehr wichtig, die müssen sehr gut sein, weil wir viel marschiert sind. Dann gehört dazu das Cutum, es gehört dazu das Pilum, es gehört dazu ein Unterpanzer mit Leder versehen, dann das Kettenhemd und das ist mehr ein Schmuckstück, das ist Cingulum, das gehört dazu das Gladius und eben der Helm und summa summarum würde ich sagen, allein was Mace am Körper hat, das sind so etwa 20 bis 23 Kilo, allein das Kettenhemd wiegt 14 Kilo. Es ist dann von Nachteil beim Kampf Mann gegen Mann, weil der Germane ist dann viel wendiger als wir. Erstens durch die Schwere der Ausrüstung, die wir haben. Allerdings haben wir einen Vorteil, wenn wir also im Block auftreten. Aber hier zum Beispiel bei dieser Schlacht im Teutoburger Wald, wo sich ein endloser Lindwurm hier durchgezogen hat, war das wohl von Nachteil. Hinzu kam antiken Quellen zufolge ein weiterer Gegner, das norddeutsche Wetter, das mit tagelangem Regen und Sturm den Weg in ein morastiges und sumpfartiges Gelände verwandelte. Solche trüben Verhältnisse mussten sich die Zuschauer an diesem herrlichen Sommertag des Jahres 2009 allerdings dazu denken. Hier hatten die gepanzerten Legionäre eher mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Und nicht nur die. Diesem Flitzer, der kurzzeitig für Erheiterung in diesem ansonsten ernsten Szenario sorgt, war sicherlich am heißesten von allen. Aber zurück zur Schlacht, die sich nun ihrem Höhepunkt näherte. Nach 4 Tagen Dauerkampf war das Schicksal des Varus und seiner Männer besiegelt. Die mittlerweile von allen Seiten eingekesselten und zu diesem Zeitpunkt schon stark dezimierten Römer wurden von den nun zahlenmäßig überlegenen Germanen schließlich restlos niedergemacht. Und auch der begleitende Tross mit den Zivilisten, darunter Frauen und Kindern, blieb nicht verschont. Für Rom war die Varusschlacht eine militärische Katastrophe. Die 3 Legionen, die in den germanischen Wäldern untergegangen waren, stellten etwa 1/8 der gesamten römischen Heeresstärke dar. Berühmt wurde die Reaktion des Kaisers Augustus auf die Niederlage, die der römische Gelehrte Souton so beschrieb. Ja, es heißt, seine Verzweiflung sei so groß gewesen, dass er monatelang Haar und Bart sich wachsen ließ und oft seinen Kopf mit dem Ausruf gegen die Tür stieß: Quintilius Varus, gib die Legionen wieder! Damit war die Darbietung im Museumspark allerdings noch nicht vorbei. 7 Jahre später erschien ein weiteres römisches Heer unter dem Feldherrn Germanicus am Ort der Schlacht und fand die Überreste der getöteten Legionäre vor. Germanicus ließ die Gebeine bestatten, eine Handlung, deren Nachstellung den Initiatoren der Römer- und Germanentage ebenfalls wichtig war. Die zeremonielle Seite ist für die Römer sehr typisch. Also solche großen religiösen und staatsreligiösen Zeremonien spielen eine sehr große Rolle im öffentlichen Leben der Römer und sind natürlich auch ein angemessenes Ende hierfür, das auch den angestrebten versöhnlichen Charakter erleichtert. Leichen sind jetzt beerdigt. Sie können eben im Rahmen einer Zeremonie nicht mehr unmittelbar nach dem wilden Nahkampf sich gegenübertreten und man kann sagen, die Vergangenheit im wahrsten Sinne des Wortes hier begraben. Und mit der Vergangenheit auch die Feindseligkeiten. 2000 Jahre nach den historischen Ereignissen ist in Kalkriese niemand ernsthaft zu Schaden gekommen. Für die Zuschauer ein in erster Linie beeindruckendes Spektakel und vielleicht hat so mancher sogar ein wenig über die Ereignisse hinzugelernt, obwohl derartige Veranstaltungen zur Vermittlung historischen Wissens erfahrungsgemäß eigentlich nur sehr bedingt taugen.
Man bringt auf die Weise gewisse Informationen eindringlicher rüber, als wenn es bloß als Schrifttafel oder als Buch vorliegt. Da kann man es natürlich nachlesen und sich besser vertiefen. Aber jetzt mal zunächst als Anstoß und als, muss man sagen, eine Form des dramatischen Erlebens ist es sicher eine besonders wirkungsvolle Sache, insbesondere für Kinder und Jugendliche, aber auch für fantasievolle Erwachsene. Führt das oft dazu, dass sie sich dann auch weiter mit der Sache auseinandersetzen, sich Filme anschauen, sich Bücher kaufen, Bücher lesen und dadurch also ein Stück Geschichte erschließen. Zwar stand das militärische Geschehen durchaus im Mittelpunkt der Römer- und Germanentage, aber auch Ziviles wurde geboten, etwa römische Musik nach originalen Vorlagen. Schließlich kannten schon die Römer eine Form von Notenschrift. Ihre Musik hingegen ist stellenweise für das heutige Ohr vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Noten, Tonhöhen, und so haben die Römer ihre Musik aufgeschrieben. Und ich singe das Lied jetzt so, wie es ist, einfach mal vor. Es ist Posonses Painum. Meden holos Der angeschlossene Markt dagegen lud zum Stöbern ein. Hier konnten nicht nur passende und nebenbei bemerkt authentisch gearbeitete Souvenirs, sondern auch so manche Erkenntnisse über das Alltagsleben vor 2000 Jahren erworben werden. Es wäre gut, dass Sie gucken, dass das die zwei Teile sind. Der untere Teil, obere Teil, und da legt man ein Teil drauf, ne? Und dann prägt man. Silberne Münze, und hier steht dann Jahre 9, Jahre 9, 2009, die Maske ist hier gefunden, deswegen ist das als Motiv. Und die andere Seite ist Varusschlacht mit Museum Karl Krise und die Varusstempel. Er war berechtigt auf die echte römische Münze, eigene Stempel reinlegen. Das ist eine Legionsmühle, das heißt, pro Zelteinheit 8 Personen hat man solch eine Mühle mitgeführt. Da können Sie sich vorstellen, wenn eine ganze Legion unterwegs war, wie viele Mühlen da unterwegs waren. Das hier ist jetzt eine neue Mühle, das heißt, also die hat noch ca. 35, 36 Kilo, wie die. Hier ist ein Original, da sieht man schon, dass es dünner ist. Und noch von der Abkerbung hier, immer wenn es nachgeschliffen wurde, kleiner wurde der Stein. Wenn also heute Fundstücke sind von Mühlen, die kleinen sind jetzt nur einfach Abnutzung oder vom Verarbeiten her. Das war der Tagesvorrat, das war also Getreide, hat man beim Tragekreuz mitgeführt. Und dann wurde dann abends das Panis Militaris gemacht, also was nichts anderes war wie grob gemahlenes Korn mit Wasser.
Danke schön. Hat man den in Breiform gegessen oder auf dem heißen Stein mit als Fladenbrot. Ne? Und zwar wird hier eine Verlehre per Hand getrieben und die wird eingekittet auf den Treibstock, damit ich danach mit dementsprechenden Punzen nachziselieren kann. Und am Schluss kommt dann ein Objekt raus, wie hier, das ist eine Heuschrecke, die an Weintrauben und an Blättern, an einem Ast sitzt und die Weintrauben nascht. Das findet man auch wieder in Silbergefäßen, in Silberschalen, wo als Überraschung am Boden dieses Gefäßes dieses Element eingebracht worden ist. Und wenn dann langsam die Suppe oder das Gemüse oder wie auch immer rausgekommen ist, taucht auf einmal eine Gottheit auf. Das ist eine Überraschung. Das Gleiche finden wir allerdings auch auf Klinen, das ist das Bett der Römer, als Schutzattribut. Aber auch auf Schmuckkisten, große Kleiderschmuckkisten. Dort ist neben dem Schloss aufgebracht oftmals genau dieselben Elemente, die auch unheilabwehrend sein sollen, die die Kiste schützen sollen. Schließlich, nachdem der Kampf beendet und der Gewürzwein ausverkauft war, endete der Ausflug in die Antike. Zum Jahrestag der Varusschlacht hatte der Museumspark ein beeindruckendes Programm geboten und den Besuchern wurde die ein oder andere Frage zur Geschichte beantwortet. Eine allerdings nicht. Ob Kalkriese nun tatsächlich der Ort der Schlacht von weltgeschichtlicher Bedeutung oder nur Schauplatz eines kleinen Scharmützels ist, das bleibt unter Historikern und Archäologen vorerst strittig. Kalkriese ist sicher der heißeste Kandidat, weil es ist der einzige Fundort, der wirklich plausible Funde vorweisen kann, die eindeutig im Zusammenhang mit dem Schlachtgeschehen stehen und der sich in vielen Punkten mit den antiken Schilderungen deckt. Der allerletzte und hundertprozentige Beweis ist sicher immer noch nicht gelungen, da nach wie vor zum Beispiel die Nachweise der bekannten Legionen fehlen. Trotzdem muss man sagen, man hat auf keinem antiken Schlachtfeld bisher auch nur im Entferntesten solche Funde gemacht wie hier. Man darf also jetzt nicht übertrieben sein in seinen Anforderungen. Wenn irgendwie etwas sich als Schlachtfeld ausgewiesen hat durch Funde, dann ist es schon am ersten Kalkriese. Die Schlacht am Teutoburger Wald, der seinen Namen überhaupt nur dadurch bekommen hat, weil Tacitus den Ort der Schlacht so nannte, fand also mit einiger Wahrscheinlichkeit am Wiehengebirge statt. Und hier wird sie auch im Jahr 2011 wohl erneut geschlagen, wenn im Museumspark Kalkriese die nächsten Römer- und Germanentage stattfinden. Das ist halt Geschichte live. Und das mal mitzumachen, mitzuerleben, mitzufühlen, wie das gewesen sein könnte oder wie das war. Schlechtes Wetter hatten wir ja nun genug, das haben wir auch live miterlebt. Das ist eigentlich der Reiz da dran. Ne? Es gibt sicherlich viele Filme, die man sich darüber angucken kann und viele Bücher, die man lesen kann. Aber man muss mal draußen gelegen haben im Zelt, man muss mal dabei gewesen sein, das Auge muss mal gedreht haben im Lagerfeuer, dann weiß man, von was man spricht. Das war es auch schon wieder mit Geschichte im Nordwesten. Einzelne Beiträge sowie diese Sendung finden Sie bei Zeiten auch auf unserer Internetseite. Besuchen Sie uns gerne unter www.geschichte-mitmachen.de. Wir sehen uns wieder am 9. April, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.